Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, die Freiheit des einen endet da, wo die Freiheit des anderen beginnt. In einem modernen Rechtsstaat hat die Freiheit der einen, aber auch die der anderen den nötigen Schutz zu erfahren. Das heißt konkret, es muss möglich sein, ohne staatliche Gängelung einem individuellen Lebensmodell zu folgen. Dazu gehört aus unserer Sicht auch ein Recht auf die freie Wahl der Wohnform. Meine Damen und Herren, Herr Ritter, entschuldigen Sie bitte, dass ich Sie unterbrechen muss. Ich bitte, die Gespräche draußen auf dem Flur zu führen, aber nicht hier im Raum. Fahren Sie bitte fort. Genau, man kann mir auch zuhören, ne? Das ist auch. Danke, Frau Schneider. Meine Damen und Herren, hier sind wir in Hamburg nicht auf der Höhe der Zeit. Bitte? Das Hamburgische Wohnwagengesetz ist eine Hamburgensie mit Seltenheitswert. Eine inkonsequente Gesetzesänderung durch Rot-Grün Ende der 90er Jahre machte Bauwagenplätze möglich, erklärte sie aber gleichzeitig zum Auslaufmodell. Das Ergebnis war eine Aushöhlung des Rechtsstaates durch immer wieder verlängerte Duldungen. Und das über ein Jahrzehnt. Dabei muss doch gelten, wenn ein Rechtsstaat sich selbst nicht ernst nimmt, bekommt er bei seinen Bürgern ein Akzeptanzproblem. Natürlich, Frau Sudmann, bei den Bürgerinnen auch. Auch an anderer Stelle nicht mehr ernst genommen. Um dem entgegenzuwirken, war eine Räumung des Bambule-Platzes in der Vergangenheit unausweichlich. Es hatte sich bereits eine Dunkelgrauzone entwickelt, vor allem im Hinblick auf Umweltschutz und Entsorgungsfragen. Eine Folge von fehlender rechtlicher Sicherheit. Auch um Ordnung bemühte Betreiber sind ohne diese Sicherheit in einer andauernd schwierigen Lage. Die Verwaltung wird durch Befristung und Duldung dauerbelastet, der Willkür von Behörden Tür und Tor geöffnet. Schon 2003 haben wir als FDP beschlossen, dort anzusetzen, wo die eigentlichen Probleme liegen. Bei der inkonsequenten Rechtslage und der dahinter stehenden Unsitte Bürger zu gängeln. Wir meinten in den Debattenbeiträgen der vorletzten Sitzung dieses Hauses Ansätze für mehr Toleranz erkennen zu können. Meine Damen und Herren, bei der großen Fraktion und bei der nicht mehr ganz so großen Fraktion konnten wir dieses nicht mehr finden. Zum Zusatzantrag der Linken ist zu sagen, dass die völlig ungeregelte Freigabe auch auf Privatgrund von uns abgelehnt wird. Entsprechende Wohnformen würden so im großstädtischen Ballungsraum zu vielfältigen Nutzungskonflikten eskalieren. Bauwagenbewohner würden gegenüber herkömmlichen Wohnraumnutzern baurechtlich privilegiert werden. Schon das Märchen vom Fischer und Sin Fru zeigt, wer zu viel wird, bekommt am Ende gar nichts. Eine Ausweitung unseres Antrages ist gewiss für die Durchsetzbarkeit nicht förderlich. Im Ergebnis soll ja etwas für die Bauwagenbewohner erreicht werden, Frau Müller. Die GAL möchte hier heute einen Beschluss aus der vorletzten Sitzung duplizieren, auch nicht schlecht. Wo soll da der Sinn sein? Zumindest wir finden diesen Beschluss auch immer noch falsch. Es kann nicht angehen, dass der Gesetzgeber die Regierung auffordert, gefälligst seine Gesetze zu missachten. Sie machen den Rechtsstaat so zur Farce, aber das geht nicht mit uns, meine Damen und Herren. Es ist bizarr, wenn Sie jetzt vom Senat einen Gesetzentwurf verlangen, den Sie in 3 Jahren Regierung nicht auf die Reihe bekommen haben. Wir bitten alle Abgeordneten, bei der Aufhellung dieser Dunkelgrauzone zu helfen und endlich mit unserem Antrag eine sachgerechte Lösung anzustoßen. Vielen Dank.